bei einer weiteren kurzen Folge von Hogwarts Legacy. Heute lösen wir die Quest Dissendium für Süßes. Er denkt sich nur diese Namen aus. Ist ja katastrophal. Also, wir befinden uns hier in der großen Halle und sollen mit Gerrit Weasley sprechen. Ich zeige euch auch nochmal eben schnell auf der Karte, wo ihr diese Quest finden könnt. Und zwar hier der große Turm. Nicht der große Turm, was erzähle ich wieder für einen Quatsch? Die große Halle meine ich natürlich. Und hier ist der Questauslöser. Zeig's euch aber auch. Wie gesagt, da unten durch das Tor kommen wir in die große Halle rein, laufen hier die Treppe rauf und dann geht's hier links auch schon zur Quest. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja. Nachdem du mir schon mit der Fupa-Feder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Brauerei. Solltest du nicht lernen? Du und deine Elixiere. Wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es ein Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Ach, das können wir doch gerne machen, ne? Ja, guck, gibt's sogar als Antwort. Gerne. Das klingt irgendwie falsch. Ein Geheimgang? Das ist genau mein Ding. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss braucht. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Dissendium. Ah, so wird das also ausgesprochen. Dissendium. Nicht Dissendium, wie ich da gesagt habe. Okay, ich versuch's. Achso, guck mal, wir haben hier noch. Kann das nicht jemand kaufen? Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Mhm. Ist das nicht Diebstahl? Willst du, dass ich etwas aus einem Laden für dich stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Ja, die wirklich niemand vermisst, werden wir jetzt gleich herausfinden. So, wir versuchen's. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erste mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Züge lockert. Naja, ob wir jetzt unbedingt die Ersten sein wollen. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln holen, damit Gareth sein Gebräu fertigstellen kann. Bevor ich so unhöflich unterbrochen... Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Also ich wollte gerade sagen, bevor ich so unhöflich unterbrochen worden bin, ob wir wirklich als Erstes den neuen Trank testen sollten, ist noch eine andere Frage. Ne? Wir wissen ja von seinem ersten Zaubertrank, den er in unserer Gegenwart gemacht hat, wie katastrophal das war. So, wir müssen hier lang. So, jetzt müssen wir... Hier finde ich Statue der einäugigen Hexe. Guck mal, da hinten ist sie doch schon. Wird uns hier angezeigt. Das scheint die richtige Statue zu sein. Ich sagte doch, was du bist war das sehr Passwort? Clever. Ach, das war aber jetzt Zufall. Aber ich werde es mal durchgehen lassen. Der Desillusionierungszauber ist klasse. Ich bin wie ein Demigod. Nee, warte mal. Hier sind wir verkehrt. wir sind aber anscheinend schon an der Statue vorbeigegangen. Da! Oh Mann, mach die Augen auf. So. Was machst du denn da? Nein, ich versuche nur... Dissendium. Hör auf, sonst
Plan für... Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Revelio! So, natürlich schauen wir uns auch hier direkt um. Ich weiß ja nie, was man Schönes findet. Ein Aufzug. Hm? So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Wir versuchen einfach mal Reparo. Den hab ich doch auch hier da. Reparo! Okay. Das scheint gewirkt zu haben. Oh, da hinten ist doch eine Kiste. Die 47 Gold, die nehmen wir uns natürlich mit. Oh, geht das tief runter? Oh ja, es ist schon ein Stückchen. Revelio. Ist noch eine Truhe. Glaube ich von hier rum. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Oh ja, das finde ich gut. Wortklumpsaft, den brauchen wir nämlich, um Heiltränke herstellen zu können. Und den findet man auch nur hier in Höhlen oder Vorhöhlen oder in nassfeuchten Gebieten. Dunkel müssen die natürlich auch sein. Oh nee, Spinnen. Spinnen ist ja überhaupt nicht mein Fall. Ne? Und natürlich kommen wir hier nicht wieder hoch, ne? Na gut. Aber wir schauen uns trotzdem hier rum. Okay. Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Ja, lass mich doch mal gucken, Schätzchen. Wir finden schon Ausweg. Ach, hier. Ach. Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Okay. Revelio. Mal überlegen. Wir haben hier eine Plattform. Kann ich mich... aufstellen, mal machen wir Levioso. Aha, okay. Ah, okay, so geht's. Revelio. So, da unten ist auch noch eine Kiste. Irgendwie daran vorbei. Ja, quatsch doch nicht immer dazwischen. Wir finden das auch so schon raus. Hinten ist da auch noch was. Schwimmen da mal hin. Na, was bist du denn für ein Viech? Kannst nicht wirklich erkennen, ne? Doch ziemlich flink. Ach, ein Frosch. Oder eine Kröte. Ein Frosch ist zu groß. Revelio. Oh, haben wir auch noch neue Sachen gefunden? Finde ich gut. Hier auch noch was? Nee, ne? Dann schwimmen wir hier wieder zurück. Da kommen wir auch wieder raus. Okay, ich glaube, da brauchen wir noch mal Reparo. Reparo. Levioso. Ah, so schwer ist das Rätsel gar nicht. Contringo. Ich finde, die Rätsel ja allgemein sind ja nicht schwer in Hogwarts, ne?
kommen da lang und wir kümmern. Nee, da geht's nicht weiter. Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Warte mal, sind wir nicht von hier gekommen? So, da, Reparo. Ja, F2. Reparo. Levioso, irgendetwas steht der Plattform im Weg. Okay, ich habe eine Idee. So. Und zwar... Das dann. Okay. Mal. Okay, der funktioniert nicht. Revelio. Aber ist doch richtig, ne? Ja, das Ding, das müssen wir irgendwie. Contringo. Nee. Mal eben überlegen. Was macht der denn nochmal? Nehmen wir den mal. Nintendo. Ja, der hat funktioniert. Nervioso. Aha, geschafft. Revelio. Beim Schnellschauen hat wir hier und keine Kiste übersehen haben. Nee, aber nicht. Dann können wir weiter hier. Hier muss es rausgehen. Ja, aber ich weiß, dass da noch eine Kiste steht. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Revelio. Waren da noch Pflanzen? Nee, waren da keine mehr. Ja, das ist, sieht da auch ziemlich einfach aus. Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Ja, ich denke, wir sind unterm Honigtopf. Revelio. Geht's nach Hogsmeade. Levioso. Nein. Revelio. Hier rennt doch bestimmt einer rum, ne? Nicht? Der Honigtopf. Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Da geht's wieder zurück nach Hogwarts. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir hier alleine sind, oder? Revelio. Sieht aber ganz so aus. Ich habe die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sein neues Rezept werden wird. Kommen wir noch nicht hin, ne? Wenn ich jetzt durch die Tür hier durchgehe. Tatsächlich, wir sind im Honigtopf. Aber hier war doch noch was. Da ist doch noch was. Das können wir doch nicht. So! Revelio! Eine Rundtour durch Hogsmeade machen wir auch irgendwann nochmal. Für uns haben wir alle Geschäfte anschauen. Aber, wie gesagt, das machen wir ein andermal. Wir gehen jetzt einfach zurück. Fragen ist mal um Schnellreise. Ja, ne? Geht am schnellsten. So, zurück
nach Geralt. Nehmen wir doch hier den Schnellreisepunkt. Anderen habe ich da auch noch gar nicht freigeschaltet. Wir hätten natürlich auch durch den Geheimgang zurückgehen können, aber ich glaube, so geht es einfach schneller. Hallo, wie schön. Ja. So, jetzt kommen wir in die große Halle rein. Wie gesagt, ne? Hier. Dann einfach hier wieder die Treppe rauf und da steht da der Geralt. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywick-Stacheln. Du hast sie. Fantastisch. Hier sind sie. Was ist mit der Bezahlung? Gott, nö, komm. Hier sind sie. Gerne. Hier hast du sie. Genial. Kannst kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Oh, lass dir ruhig Zeit. So. Auftrag abgeschlossen. Schön Level up. So, ich würde aber jetzt gerne sehen, was wir bekommen haben. Als Belohnung. So, ich gehe mal eben nochmal schnell durch. Wir haben neue Handschuhe bekommen, die natürlich nicht besser sind. Wieso geht das Ausrufezeichen da nicht weg? Die besser? Nein, natürlich sind die nicht besser. So, eine neue Brille haben wir bekommen, ist auch nicht besser. So, aber ich glaube bei den Schal, da war einer bei. Oh, guck mal hier. Nehmen wir den hier, ne? Der beste, den wir haben. Und hier ist alles beim Alten. Ne, da haben wir noch. So. Dann haben wir irgendwie noch was bekommen. Ich glaube, für den Raum der Wünsche. War das hier drunter? Nee. Das kann man das dann noch mal sehen. Ich glaube, hier kann man das sehen. So, Beschwörung, genau. Der ist. Nein, wo ist er denn? Da ist er. Hat das bekommen? Das ist eine Quidditch-Tafel, ja? Wir haben eine Quidditch-Tafel bekommen. Eine Tafel, die verschiedene Quidditch-Erinnerungsstücke ausstellt. Sonst haben wir ja hier, glaube ich, nichts. Neues. Ja, das haben wir als Questbelohnung bekommen. Okay. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen da. Wenn ihr mögt, ein Abo. Und dann sehen wir uns auch vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.